Moinsens, Servus, willkommen zurück bei einer neuen Folge Batman Arkham Asylum. Bla bla bla. So, ja, wir versuchen es nochmal. Wir müssen hier ungesehen Senior Gordon retten. Der alte Mann sieht aus, als ob er sich gleich in die Hosen macht. Bringt mal einen Eimer her. Ekelhaft. So, rein da. Das wird jetzt alles sehr interesting. Weißt du, du solltest wirklich dein Haar färben. Dieses Grau lässt dich so alt aussehen. Halt dein Maul, damit kommst du nicht durch. So. Hört zu, Jungs. Der Commissioner wartet geradezu darauf, dass einer von euch den alten Fledermaus sieht. Digga. Wenn es soweit kommt, erledigt Harry den alten Mann. So. Ich habe einen tollen Preis für den. Oh, den fuck. Zuerst sieht. Der da oben soll sich Biete verpesen. Sehr gut. Wenn Mr. J. Batman tötet, heiraten wir. Das wird so cool. Scheiße. Das war's. Das war. Warum muss der sich in dem Moment umdrehen? Ärgerlich. Aber ich habe einen Plan. Ich weiß jetzt zumindest, welche Richtung ich da einschlagen soll. Ärgerlich. Alle Artefakte unter Kontrolle, wenn du die Fledermaus oder was anderes herumfliegen siehst, stirbt er! Ich hätte dich schleichen müssen, aber okay. So, dann darf ich gleich nochmal die Riddler-Trophäe mir gönnen. Der alte Mann sieht aus, als ob er sich gleich in die Hosen macht. Bringt mal einen Eimer her! So, ha! Ich hätte es nur einfacher machen können, wenn ich es auf die Motorhaube deines lächerlich prahlerischen Autos Mr. J wird Batman so fertig machen. Er Mr. hat keine J. Chance. Halt dein Maul, damit kommst du nicht durch. Bleib unten. Glaubt den Mann in Strumpfhosen zu sehen. Killt Harry den alten Mann. Verpiss dich. Wenn los, komm schon. Mr. J. Batman tötet, heiraten wir. Das wird so cool. Oh, wunderbar. Heil dich. So, weißt du, finally. Nicht dein Haar färben. Dieses Grau lässt dich so alt aussehen. Du wirst geschnappt, Quinn, geschnappt und weggeschlossen. So, die Frage ist, wie komme ich jetzt hoch? Ich glaube hier rüber. Ah. Der Commissioner wartet geradezu darauf, dass einer von euch den alten Fledermaus-Freak sieht. Wenn es soweit kommt. Ich kann sie ausschalten. Genau. Du hast länger gebraucht, als ich dachte. Er ist außer Kontrolle. Er versucht, was zu beweisen. Ich weiß nicht, ob ich ihn diesmal aufhalten kann. Du schaffst es, Batman. Hör zu. Wir sind nicht allein. Er hat noch was anderes da unten. Ich weiß nicht, was es ist. Was für ein Plappermaul. Er verdirbt die Überraschung. Sei still. Oh, hörst du mich? Ja? Gut. Das nächste Stück wird dir gefallen. Er fordert Dr. Youngs Login. Egal, gehen Sie hinter mich. Sofort. Bane. Mm.
Ich dachte, er wäre aus Blackgate ausgebrochen. Schneid mich los! Wer hat dir das angetan? Dr. Young, die Brucha. Sie hat das Venom aus meinem Blut abfließen lassen. Muss sie stoppen. Tut mir leid, Bing. Die gute Frau Doktor wird nicht viel länger ein Problem darstellen. Wie gefällt dir meine Puppe? Was sagt ihr? Schneiden wir ihn ab? So, was nehmen wir denn? Damit kommen wir klar. Spezialkombo Boost. Können Spezial. Ja, die machen wir jetzt einfach mal. Muss ich, glaube ich. So war das, genau. I remember. Ja, ich glaube, der muss mal. Oh Gott. Oh, oh Gott. Ja, dann viel Spaß, Ben. Du wirst mir nicht wieder entkommen, alter Fall. So. Jit! Gönnt. Deswegen Darkness ist hier, Alter. The Fire Rises. I'm Gotham's Reckoning. Ja, jetzt, man, jetzt müsst ihr sterben. Der gute alte, auch nee, ey. Jetzt wird's witzig. Jetzt Multitasking. Verpisst euch doch. So, da musste ich gerade ordentlich kassieren, leider. So, erstmal um die anderen kümmern hier. So. Bane, mein Bester. Muss ich auf die Hits aufpassen. Eine Aktion kann ich mir jetzt nicht mehr erlauben. Okay. Aufmerksamkeit ist A und O in diesem Fall. Aua! Manchmal reagiert er einfach nicht genug, das nervt. Okay, das hat mich etwas überrumpelt. Klassiker, Nightfall, Dark Knight Rises. So, also, again. Diesmal ein bisschen behutsamer. So, das hatte ich ja noch gar nicht freigeschaltet letztes Mal. Ich bin ja Dulli. Also doch, habe ich. Ich muss jetzt nochmal. So. So, ich muss ihm näher kommen. So, und weg mit einem. Das Problem ist nicht Bane, das Problem ist, indem ich den Handlanger die halt immer ablenke. Ich werde
gesagt, die Reaction Time. Ich bin. Das ist genau das, was der will. Aber er nietet damit auch noch andere um. Das ist nicht das Problem. Oh Mann, ey, das hat ihn erwischt. Oh, Bane. Verpiss dich doch. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Komm her, ich bin hier hin. Du hast aber ordentlich Steroide eingesackt, ne? Wow. Ja, Mann, knock sie um. Alter, warum blockt er da nicht? So, die sind jetzt alle weg. Komm her. Komm, gib's mir. Gib's mir. Genau. Da oben sind auf jeden Fall keine mehr. Das heißt, das sollte jetzt gehen, wenn ich mich nicht komplett dämlich anstelle. So, jetzt behutsam. Das war nicht behutsam. Ja, dann schmeiß noch mal dein Krams. Und jetzt, Alter, das war haarscharf, ey. Gut, ich habe mir auch keine Gesundheitsupgrades gegönnt, ne? Das ist schon true. Painful Payback, Leute. Was war denn das, bitteschön? Batman, geht's dir gut? Mir geht's gut, Jim. Wo ist Quinn? Weg. Sie muss abgehauen sein, als Bane dich rumgewirbelt hat. Wir müssen dich von der Insel runterbringen. Ich bin kein Anfänger. Ich kann das selbst regeln. Oh nein. Ich zerbreche dich, Batman. Und danach die Brucha. Nein, Bane. Diesmal zerbreche ich dich. Lol. Amphibien-Batmobil. Jim, geh zurück aufs Festland. Es ist zu gefährlich hier. Es gefällt mir nicht, dich hier zu lassen. Das Radio sagt, er hätte Bomben über ganz Gotham verteilt. In Gotham wird Panik ausbrechen. Du wirst da gebraucht. Wir sind bereit zu gehen, Sir. Bane hat Dr. Yang Brucha genannt. Was bedeutet das? Das ist Spanisch für Hexe. Richtige Bruxa. Yay! Oracle, geh die Computer der Stadt durch.
Suche alles über Dr. Young. Ich sehe mir die Sachen dann an, wenn ich in der Höhle bin. Eine Betthöhle auf Arkham Island? Ich habe sie vor Jahren erbaut. Es ist das Beste, wenn man für solche Situationen vorsorgt. Wie hast du geschafft, das geheim zu halten? Ich bin's, vergiss das nicht. Und glaubst du, dass Dr. Young mit Venom experimentiert hat? Derselben Chemikalie, die Bane in dieses Tier verwandelt hat? Ja, ich bin besorgt. Bane schien noch mächtiger als sonst zu sein. Joker will das Venom und das kann nur Ärger bedeuten. Ich gehe jetzt nach Arkham North zum Deadman's Point. Ich melde mich, wenn ich in der Bathöhle bin. Deadman's Point. Okay. Wir hatten jetzt, by the way, neue... Ja. Ich weiß wohin. Eine neue Character-Biografie. Wir haben Bane. Bla, 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 genau. Der im Gefängnis aufgewachsen ist. Das passt halt wirklich alles. Santa Prisca, ja, okay. Gewisse Elemente hat sich ja wirklich Christopher Nolan gut bedient, aber sie haben das Ganze halt irgendwie mit der Gesellschaft der Schatten komplett irgendwie zermixt, irgendwie, das war komplett weird. So, auf Venom, das ist mal eine ordentliche Gewichtszunahme. So, strategische Genie, zielorientiert, ja. Ein strategisches Genie, das passt. Das kam jetzt hier gar nicht mal so rüber, aber in Nolan-Filmen, da kam das richtig. Wie gesagt, was den Charakter an sich geht, ohne die Backstory, da hat Nolan wirklich gute Arbeit gemacht. So, wo muss ich überhaupt hin? Ich muss hier oben hin, okay. Das ist die Intensivbehandlung. Oh, oh mein Gott. Die habe ich auch gar nicht erst. Ich habe die erst jetzt bemerkt. Alter, diese Reaction, ne? Ich glaube, ich muss da richtig reagieren. Und ich darf nicht mit was anderem wirken. Also, dass er manchmal rechts, dass er das nicht blockt, ne? Das ist so etwas hier echt clumsy. Ist in den anderen Teilen? Das ist mehr gefixt. Richtig schön mit Kick von hinten aus. Visitor Center. War ich hier schon mal? Bestimmt, oder? Besucherraum. Komm rein! Setz dich und nimm deine Maske ab! Also, Bats, ich dachte, du könntest hier wirklich einen Freund gebrauchen. Jemand, mit dem du reden oder deine Geheimnisse teilen kannst. Sollen wir mit dem Großen anfangen? Wer ist das hinter der Maske? Warum spürst du das Bedürfnis, in die Welt zu ziehen und Leute wie mich zu bekämpfen? Glaubst du wirklich, du kannst gewinnen? Wir werden sehen. Ui. So. Okay, cool. Warum ist das hier aus der Ego-Perspektive? Das ist einfach so für die Atmo, oder? Das ist halt mega spooky. Das liebe ich an diesem Spiel. Die Atmosphäre. Ich finde, Arkham Asylum hat fast von allen Spielen die in sich geschlossen geilste Atmosphäre. Tja, wohl raus hier, ne? Weird. Selbst zählt auf, dass du seine Arbeit findest. Was ist das? Was bedeutet das? Ich muss echt diese... Aber ich glaube, ich muss mehr Gadgets freischalten, um die Riddler-Karte freizuschalten. Ey, da unten sind ja noch welche. So. Machen wir mal ferngesteuert Battering hier. Oh. Okay, ich habe keine Zeit für den Shit. Ja!
Nevermind. Batman ist gerade etwas verwirrt. Okay. So, haben wir dann alle hier? Wo komme ich am besten dahin? Ich glaube, der kürzere Weg ist tatsächlich über hier da hinten. Whatever. Immer Souvenirs. Es ist seit über 100 Jahren ein bevorzugter Ort für Selbstmorde auf Arkham Island. Ja, ich weiß. Ich habe mal einen unglücklichen Insassen davor bewahrt, auf die Felsen unter ihm zu springen. Ich habe einen Höhleneingang gefunden und über die Jahre einen Haufen Vorräte dahin geschafft. Es ist ein Zuhause fern von zu Hause. Mal sehe ich es, mal du nicht. Vielleicht komme ich ja noch drauf. So, jetzt aber. Man kann hier auch diese Geschwindigkeiten hier noch nicht einstellen, glaube ich. Das kommt erst in den anderen Teilen. Oder dieses Umkehren. Diesen Umkehrmodus hat er auch nicht. Scheiße. Jetzt aber ganz schnell. So, du warst ein Messerstecher, oder? Du bist ein Messerstecher. Gott. Immer noch nicht. Gut, wie du willst. Alle Stecher und Stecherinnen hier, ey. So, kriege ich dieses eine Rätsel noch, oder? Ich muss da safe wieder hier was aufmachen. Ich muss hier rein oder so. Safe. Wo denn er? Wenn das kein Rätsel ist, ne? Oh, da muss ich auch erstmal rankommen. Die wurden auch alle misshandelt. Ja, komm. Fuck it. Rätsel richtig lösen lohnt sich, glaube ich, erst mit dem richtigen Equipment. Warte mal. Ah, ich bin richtig. Ja. Ach, das war da, wo ich nicht richtig reinkam, ne? Dann doch wieder nach unten. Alles klar. Ja, da habe ich wieder zu viel geschnüffelt, ne? Geschnüffelt. So, habe ich. Jetzt weiß ich, dass ich den habe. Diese Türen, ne? Mit diesen komischen Scharnieren, ne? Das ist auch so gruselig, ne? Ich weiß nicht warum, aber... Jeder kennt diese Art von Türen, aber gefühlt, man sieht die eigentlich... Keine Ahnung, man muss sich schon in wirklich gruseligen Gefilden befinden, um die mal gesehen zu haben. So, hier sind wir richtig. Home sweet home.
Oh ja, Home Sweet Home. Oh, erstmal eine Dusche hier, ey. Eine nice Dusche. So. Oh, yeah. Los. Das ist auch clever hier, ey. The Bat Cave. Dr. Young betreute ein Projekt. Ein großes Projekt, das finanziell gefördert wurde. Hier sind ihre letzten Aufzeichnungen. Ich werde nicht schlau draus. Was bedeuten sie? Sieht aus, als hätte sie mit den Arkham-Patienten Experimente durchgeführt. Diese neue Chemikalie ähnelt der Original-Venom-Verbindung nur entfernt. Es gibt Veränderungen, die die Wirkung der Droge verstärken. Diverse Hinweise auf eine Titanformel. Schon eine kleine Menge könnte eine Venom-ähnliche Verwandlung im Wirt auslösen, die den Bedarf nach den Vorratsbehältern, die Bane braucht, überflüssig macht. Warte, die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Wenn Joker sie in die Finger kriegt, wird er eine Armee von tausenden Banes erschaffen. Mein Gott! Ist Joker verrückt genug, das zu tun? Was sag ich da? Du musst ihn aufhalten. Bad Claw. Kann auch an Gegnern befestigt werden. Das ist ein exzellentes Ding. Das ist nice. Schon sind wir nur ich folge ein bisschen ihr. Weiter. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. So. Also, ups. Vielleicht können wir uns nochmal Charakterbiografie angucken. Was haben wir denn hier? Penny Young, ne? Bla bla. Warum sieht die aus wie Jennifer Lopez auf dem Bild? Egal. Bla 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 bla. So. Die können wir gleich mal austesten. Gibt's hier sonst noch irgendwas Cooles irgendwie herauszufinden? Die Dinger, genau. Schon haben wir ein bisschen mehr hier zu tun. Den können wir rumspielen. Na komm, wir sind glaube ich zu weit weg. Zu nah meine ich. Ah, okay. Cool. Weiter geht's! Mashallah! Ja, jetzt können wir auch noch Luftschächte und so runterziehen. Der einzig wahre Lederlappen, nur der macht sowas. Praktisch. Wie gesagt, es macht einfach Bock, diese Gadgets. Es hat länger gedauert, ihn zu finden, als du gedacht hast. King of Jokes. So. Ärgerlich. Oh, die haben jetzt Schminke auch noch. So.
so müsste das so. Hä? Oder geht das noch nicht? Oder muss ich das erst freischalten? Oder ging das erst in späteren Teil? So, aber was hat er jetzt? Meine Reise dauerte über einen Monat. Da ich Seminare in Keystone und Metropolis belegte, kam ich mit vielen neuen Ideen in Berührung. Ich startete gut gelaunt in den Tag. Und als ich nach Hause fuhr, wollte ich meine Frau und die Kinder sehen. Ich beendete ihn in ihrem Blut liegend, während Fragmente meines Lebens durch tropfende rote Finger rannen. Cool. Okay, entweder war das gar nicht in diesem Game oder das müssen wir uns erst freischalten. Aha. Lass nicht zu, dass er dich schlägt. Ey, der wollte sich eine Waffe nehmen. Ne? Satisfying AF, ey. Du wachst es, ey. Au! Autsch, autsch, autsch. So. Das lief gut. Ich würde sagen, wir gucken mal uns jetzt mal ein bisschen um. Nach, eventuell. Ui! Ist er schon da? Er? Soll das ein Scherz sein? Das Ding ist kein Mensch. Mein Gott! Hallo. Mein Name ist Dr. Gretchen Wiskler. Können Sie mich hören? Ja, ich höre dich, du Schlampe. Wann gibt's Abendessen? Ich krieg langsam Hunger. Ein sympathischer Kerl. Danga, keep out. Ich werde dich finden und dein Fleisch wie Papier zerreißen. Okay, Crocky, man sieht sich. Mein Gott, schlechte Laune. Mein Respekt, Detektiv Dunkler Ritter. Wenn du so weitermachst, darfst du mir helfen, meine Socken zu finden. Also mehr obvious war ja dieses Rätsel. Ich habe mich noch mehr mit Dr. Young beschäftigt. Ihren Bankauszügen zufolge gab es verschiedene Zahlungen. Von April bis vor 2 Monaten. Dann nichts mehr. Die Zahlungen kamen von einer Firma, die einem Mr. Jack White gehört. Einer von Jokers ältesten Aliasnamen. Also bezahlt Joker Dr. Young dafür, ihm eine Armee zu schaffen und plötzlich hört er auf damit. Das ergibt keinen Sinn. So. Tja, Batman. Er ist halt eben der größte Detektiv der Welt. So, mal. Gracias. So. Ehre. Wo bin ich denn jetzt? Alles klar. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal Schluss und sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin. Bye.